In der Wilhelmstraße 3233 auf dem Gelände der ehemaligen Ofenfabrik Schmidt-Lehmann befindet sich im Dachgeschoss das älteste Ofenmuseum Deutschlands. Hier erfährt man, warum Velten noch heute, zu Recht und ganz stolz, den Beinamen Ofenstadt trägt. Aufgrund zahlreicher Tonvorkommen nordwestlich des Ortes gründet sich 1835 eine einmalige Industrie. Aus dem einstigen Angerdorf Velten wurde innerhalb eines Jahrhunderts die bedeutendste Kachelofenstadt Deutschlands. Zu Spitzenzeiten produzierten hier 36 Ofenfabriken jährlich Kacheln für über 100.000 der beliebten Berliner Öfen, deren einzelne Kacheln, sorgfältig in Stroh verpackt, mit Pferdefuhrwerken nach Berlin gebracht wurden. Heute zeigt diese national bedeutsame Sammlung Öfen aus drei Jahrhunderten, unter anderem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, wie beispielsweise dieser Prunkofen hier nach einem Steckborner Original. Aber Velten ist ebenso berühmt für seine hier hergestellte Baukeramik der klassischen Moderne, die beispielsweise die Berliner U-Bahnhöfe ziert oder auch das sehr sehenswerte Veltener Rathaus. Und zuletzt erfährt man hier auch, warum der Schornsteinfeger denn eigentlich Glück bringt. Bevor wir uns im HB-Museum umschauen, besuchen wir kurz die HB-Werkstätten in Marwitz. Hedwig Bollhagen gründete 1934 die HB-Werkstätten in Marwitz. Sie bekam internationale Anerkennung und wurde vielfach geehrt. 1997 erhielt sie den Bundesverdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Auch über ihren Tod hinaus ist ihr Lebenswerk, die HB-Werkstätten für Keramik in Marwitz, international bekannt. Noch heute wird jedes Teil in Handarbeit erstellt. Die künstlerisch gestalteten Produktserien sind im Ausstellungsraum zu besichtigen. Jetzt aber erst einmal wieder zurück zum HB-Museum nach Velten. Über 800 Objekte dieser Serienproduktion aus den HB-Werkstätten befinden sich im Besitz des Ofen- und Keramikmuseums Velten. Und gleich nebenan wird Hedwig Bollhagens keramischer Nachlass in dem ihr eigens gewidmeten Museum gezeigt. Für das inhaltliche Konzept erhielt der Förderverein des Museums im Jahr 2017 den German Design Award. Die gesamtheitlich 1600 Objekte stehen auf der Liste des nationalen Kulturgutes. Ein besonderes Highlight der Ausstellung misst gerade mal 12 cm. Für diese kleine Vase erhielt HB 1937 auf der Weltausstellung in Paris eine Goldmedaille. Ihrem Credo, keine modischen Schlager, sondern einfache, zeitlose Dinge zu machen, wurde sie hier besonders gerecht. Form und Dekor gehen eine perfekte Einheit ein. Linien, Punkte, geometrische Figuren, mit diesen Vokabeln entwickelt sie Zeit ihres Lebens immer wieder neue Dekore für ihre Formenklassiker. Auch einige davon sind Bestandteil dieser Sammlung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die in der Ofenstadt Velten präsentiert wird.